Liebe Genossinnen und Genossen, aus meiner Sicht sprechen drei Gründe für ein bedingungsloses Grundeinkommen, wobei ich mich nicht auf ein Modell festlege. Aber drei pro möchte ich kurz benennen. Erstens ist das bedingungslose Grundeinkommen ein Gegenentwurf zum Hartz-IV-System. Zweitens befreit es aus kapitalistischen Zwängen. Und drittens entspricht es der Würde des Menschen. Zum Stichwort Hartz IV. Die Linke war von Anfang an dagegen, aus sozialen und aus prinzipiellen Gründen. Hinzu kommen bürgerrechtliche Erwägungen. Wer Hartz IV-Leistungen beansprucht, muss 150 bis 170 persönliche Daten über sich und sein Umfeld preisgeben. Ein verbrieftes Bürgerrecht wird so für Menschen in sozialer Not per Gesetz ausgesetzt. Das ist für Linke nicht hinnehmbar. Zum Stichwort kapitale Zwänge. Immer mehr Menschen werden in Arbeitsverhältnisse gezwungen, die mit Selbstbestimmung nichts zu tun haben. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen wären sie nicht mehr erpressbar. Das heißt, kapitale Zwänge würden aufgebrochen. Und damit zum Würde-Argument. Lese ich das Pro und Contra innerhalb der Linkspartei, und manches haben wir ja heute auch hier gehört, so bleiben zwei Alternativen. Entweder gute Löhne für gute Arbeit oder eben das Grundeinkommen. Mein Problem: also ich halte das für einen Scheinwiderspruch, denn ein bedingungsloses Grundeinkommen würde auch für alle bessere Löhne erzwingen. Und mein Problem ist auch grundsätzlicher. Gute Löhne haben als Bezugspunkt die Erwerbsarbeit. Das Grundeinkommen indes bezieht sich erst einmal auf die Würde des Menschen. Deshalb hat mir Stefans Formulierung heute sehr gut gefallen: Belohnung des Menschseins. Mein Linksverständnis hat die Würde aller Menschen im Blick und eben nicht ihre Verwertbarkeit. Und das ist der Knackpunkt. Liebe Genossinnen und Genossen, im Vorfeld des Parteitages habe ich mich öffentlich zum Thema Digitalisierung der Gesellschaft und die Linke geäußert. Die beschleunigte Digitalisierung aller Lebensbereiche wird alles verändern, global und radikal. Meine Sorge ist, die Linke meidet leider noch immer dieses Zukunftsthema, und das ist gefährlich. Für mich gehört ein bedingungsloses Grundeinkommen in den Kontext dieser revolutionären Digitalisierung aller Verhältnisse. Und deshalb erinnere ich zum Schluss an Karl Marx: Die soziale Revolution kann ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft. Oder bei uns wird ja gern Rousseau zitiert: Die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.